and his robot jazz band. A 1, 2, 3, 4. Und wieder herzlich willkommen und mit einer Verbrechensmeldung starten wir die heutige Folge. Vielleicht einer der mächtigsten Bürgermeister des Landes. Na. Wir sprachen gerade über Meinungsumfragen. Sehen Sie, in Chicago leben die besten Menschen der Welt. Sie wissen, dass ich hart für Sie und Chicago arbeite. Meine Politik? Ja, Bürgermeister, können wir darauf zurückkommen? Ich würde gerne über die Umfragen reden. Viele Kritiker meinten, dass die Warum ist jetzt der Ton weg? Nur so als Frage. Schätze, das ist es. Der Typ muss hier irgendwo sein. Ganz schön Gangster, ne? Lucky, was willst du? Verdammt. Das war zu schnell. Mist. Oh, das ist bestimmt eine Art SLS-AMG-Verschnitt. Ich schau mal kurz auf unsere Karte, was wir alles Schönes machen können. City Games, Augmented Reality, das machen wir später. Geschäft. Ein CTOS-System. Wir schalten heute mal diesen Turm frei. Ein CTOS-Turm. Das macht eigentlich auch Spaß. Und dauert ein wenig. Und ist das wahr, was ich immer so gern gemacht habe? Aber davon gibt es halt nicht viel. Alter, die Karre ist geil. Ich muss irgendwie hier hoch. Alter. Das macht man nicht. Ich glaube, er hat. Ja, er hat eine Knarre. Was? Oh. Die Knarre war eigentlich schon weg, aber. Pass auf, wo du lang gehst. So, ich muss mal gucken, ob ich hiermit irgendwie auf den Turm hochschauen kann. Weil. Sonst wüsste ich nicht. Da ist noch eine Kamera. Wie wir den hacken sollen. Alter, pisst doch schon wieder irgendjemand hin. Und? Wie geht's so? Wie kommen wir hier hoch? Okay, wir nehmen einen anderen Turm, ganz einfach. Hier. Diesen. Ich wollte nicht. Nee, das, was war denn das, was ich immer gemacht habe? Hier, das war dieses CTOS-System mit die Bezirksverbindung, nicht die Türme. Genau. Das glaube ich jetzt nicht. Da fahren wir jetzt mal hin, das machen wir heute. Habe ich mir da nicht gerade einen Wegpunkt gesetzt? Hier ist auch ein CTOS-System. Das hier ist aber noch dunkel. So, mit Vollgas geht es dahin. Husch. Ein CTOS-Hack wird das also in dieser Folge. Da haben wir schon einen passenden Folgentitel. Vor allem dieses Handbremsen ziehen, das erinnert mich immer an diese Ticketautomaten, wenn du im Bus dein Ticket entwertest, so diese so. Klack. Klack. Wisst schon, was ich meine. Das war knapp. So.
Also die Strecken sind teilweise echt sehr lang, aber das finde ich eigentlich geil, auch wenn es meiner Meinung nach nicht so gelingt, die Stadt mit Leben zu füllen wie in GTA. Das ist einfach dort Wahnsinn. Ah, meine Kopfhörer drücken gerade wieder. Ich muss ich mal kurz rollen lassen. Du willst uns doch rollen. Nein, nur das Auto will ich rollen. Und deswegen wirkt es halt irgendwie ein bisschen leerer alles. Das Brandon Dogs CDOS nicht verbunden. Und das wollen wir jetzt gleich beheben, indem wir da hinfahren. Und es verbinden, logischerweise. So, jetzt gehen wir schön links durchs Gemüse. Und dann noch schnell übers Brücksche. Au. Das war nicht schlau. Und wieder hoch. Yay. Juhu. Alter, das mit echtem Auto, das wäre bestimmt episch. Okay, das ist also erst so das Industrie- und Hafengebiet. Deswegen auch Brandon Dogs. Oh, Alter, die... Oh. Ich muss auf unseren Ruf langsam aufpassen. Wir müssen den mal etwas bessern, glaube ich. Weil ich will nicht unbedingt jetzt so ein Anarchist werden. Das kommt nicht so gut an in der Bevölkerung. Hab ich in Umfragen gehört. Brandon Dogs, CTOS-Kontrollzentrum. Alter, was waren das gerade für Lags? Sehen wir, dass so direkt was wird. Huh. Oh. Okay, das war nichts. Komm, erschieß mich. Bringen wir es hinter uns. Na komm. Selbstmord, juhu, das macht Spaß. Nein. Das probieren wir jetzt nochmal. Okay, da geht jetzt hier rein. Ich kann dann gern wieder gehen. Muss ich sagen. Ey, weh, du schießt jetzt. Ich hab nichts gemacht. Ich bin voll. Ich hab echt Besseres zu tun. Ich bin vollkommen legal hier. So. Machen wir das Türchen zu und schauen mal kurz hier oben zu dem Kollegen. Warum hat er zwei gebraucht? Ich habe den doch eindeutig gehadet. Sniper. Eine Kamera wäre hier recht nett. Da. Also. Da ist ein Kollege. Ehemaliges Mitglied einer Motorradgang. Alter, die Blumenleute verdienen ja mal übel viel Asche. Investiert in hochriskante Aktien, in Ordnung. Das ist unser Motorradfreak. Der da hinten ist ein Punk-Musiker. Wird offiziell überprüft, aha.
So, wen habe ich noch nicht? Hier. Den da wollte ich... Echt jetzt? Den da kann er nicht erfassen. Der kann Verstärkung rufen. Verdammt. Sind noch irgendwo Menschen? Mensch? Mensch, scheiß Mensch. Wow. Was genau pratzelt hier so? Sind hier unten noch irgendwo Menschen, die wir noch nicht erfasst haben? Hier. Serverraumzugang. Das klingt gut. Der hat auch irgendeine Schlüsselrolle. Cliff Burger. Aber das war's, glaube ich, oder? Okay. Dann fangen wir mal mit dem Ausschalten an, oder? Da kommen wir so nicht an den ran. Was, warum sieht er uns? Der kennt uns doch gar nicht. Ich könnte ja einfach der Scharfschütze sein. Okay, nein, lieber nicht. Komm. Es wird nix. Bam. Skillpunkt erhalten. Alter, das war aber ein Skillschuss, ganz ehrlich. Im Lauf. Okay, den kriege ich nicht. Läuft hier noch hier unten jemand rum zufällig, den ich erhaschen könnte? Huh. Hat das jemand gehört? Scheiße! Neutralisiert. Das war zwar absolut kein Skillschuss, aber es ging, muss ich sagen. Es ging. Die Position ist aber auch blöd. Müssen mal unseren Standpunkt ändern. Hallo? Sie betreten ein Sperrgebiet. OMG. Ich möchte dahin in Deckung, bitte. Da. Bam. Alter, ich bin einfach der Boss. Ich bin einfach der Boss. Läuft hier hinten noch einer? Nein, der ist da hinten. Puh, Entschuldigung, dass ich jetzt einfach mal ruhiger bin, aber ich muss mich hier konzentrieren. Aber wir müssen natürlich auch vorwärts kommen, ne? Was? Wo ist der? Ah, mein Auge juckt. Ah, verdammt. Ah, mein Auge. Das ist, glaube ich, auch eine doofe Position, wenn ich das so sagen darf. Der ist da noch irgendwo. Da ist er. Komm nur her. Nicht müde werden, Leute. Das war Skill.
Gut, dass ich da durchschießen kann. $217 hatte der in der Tasche. Ist vernünftig. Ich glaube, die Verstärkung rufen können, haben wir schon ausgeschaltet, oder? Bleibt in Bewegung. Okay, ich bewege mich doch schon mehr als genug, oder? Bist du nicht derselben Meinung? Was? Der könnte mich doch gar nicht sehen. Chef einer privaten Sicherheitsfirma Blumen, Fragezeichen. Da könnte noch jemand sein. Nein, es ist keiner mehr hier. Alles ist super. Bleibt wachsam. Hier kann ich nicht durchschießen. Verdammt. Aber hier durchs Gitter. Hey, da ist was. Ach. Ist das? Das kommt mir komisch vor. Warum? Das ist doch normal. Dein Kollege ist nur ein bisschen müde. Der hat mich noch nicht gesehen. Vorsicht! Such okay. Ihn, er ist hier irgendwo. Such weiter! Der hat mich zwar einmal übelst getroffen, aber. Luscher. Entriegeln. Ach du Scheiße. Halt, warum ist das alles so nah? So. Strom. Strom. Öffnen. Was liegt hier? Hacken. CTOS Sentinel Leak. Alter. Aiden Pierce. Hey, fuck. Hey, du, auf mich weg. Will Griffin. Was? Wo hat er das hingeschrieben? Aiden Pierce, die sind doch nicht ständig auf der Spur, oder? Das sind Blooms Überwachungsfirmen. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Scheint so, ne? Alter. Schon ein bisschen pervers, oder? Und mit der Entriegelung war es erstmal für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Ich hau jetzt hier ab. Mein Name ist Tim Burton. Haut rein, Leute. Ciao mit Y.